Hallo und herzlich willkommen zurück zu, ja, Minecraft Explorer. Ich entschuldige mich erstmal dafür, dass ich gestern keine Folge gemacht habe. Ja, das war vor allem deswegen, weil ich hier was rumprobiert habe. Und wie man sieht, oben die Version 1.2-01. Die Texturen sind auch anders. Man sieht hier wieder, ich habe die leicht veränderten, für mich optimierten Pantelie Packs. Und ich habe die Mo Creatures wieder drin. Und hier, aber leider sind noch nicht alle zur Verfügung. Die Hasen gibt es leider noch nicht. Aber wird schon wieder kommen. So, und hier sieht man schon die ersten beiden Stufen. Insgesamt gibt es 9 Stufen von der Pyramide. Ich habe das alles so ausgerechnet, wie ich das machen muss, damit ich genau auf die richtigen Maßen komme. Und hier habe ich sozusagen einen kleinen, ja, wissenschaftlichen, archäologischen Bereich, wo ich meine Sachen unterstaue. Ich kann euch mal zeigen, hier habe ich nochmal Stein drin. Das hier ist wieder frisch gesammelter Stein und gemachter Stein. Es war komplett mal voll und jetzt wird es wieder langsam angesammelt. Ja, die Frage ist, woher habe ich denn den ganzen Stein? Und wie man sieht hier bei meiner Anordnung, kann man sich ungefähr denken, ich bin auch zwischenzeitlich mal gestorben. Und nicht durch ein Tier gerissen worden, sondern durch was anderes. Ich will auch mal gleich mal gucken. Ja, machen wir wieder auf normal. Ich bin also nicht von den Gegnern gerissen. Hier habe ich so hier runter so eine kleine Treppe gemacht. Ach so, wieso da runter? Naja, einen ganz einfachen Grund. Ich habe ja mal gefragt, wo ich den Wolkenkratzer hinbauen soll. Und der Einzige, der sich gemeldet hatte eigentlich. Aber stört mich auch nicht so weiter. Auf jeden Fall fanden die manche mehr Leute die Idee cool, aber haben nicht hingeschrieben, wo sie es wollten. Ja, hier ist ja dieses eine Loch. Das ist ja ungefähr die Höhe, wie es jetzt bisher ist. Oder wie es ja auf der anderen Seite war, wo ich es vorgestellt habe. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Und jetzt gucke ich mal kurz runter. Oh Gott, wie tief ist das? Ja, ich zeige es euch mal gleich. Ich hoffe nicht, dass es mir passiert wie manchmal. Dass ich mir einfach zu viel vorgenommen habe und dann richtig schön auf die, ja, wie würde man umgangssprachlich sagen, auf die Fresse gefallen bin, sondern diesmal ordentlich die Treppe runterkomme. Und dann zeige ich euch mal, was das für ein Loch ist jetzt so bisher. Dafür gehen wir hier die Stufen runter, die ich mal kurz gebaut habe, weil es schnell hier ankommt. Und so. Jetzt muss ich mal schauen. Man sieht, es ist richtig tief schon. Und ich gleite mal runter. So, die Steine sind jetzt wenigstens in anderen Farben. Kies oder Schotter hat jetzt so eine leicht blaue Farbe. Das hier Stein hat, wie gesagt, eine ganz dunkle Farbe. Und wenn ich jetzt, man sieht hier auch, Cobblestone hat dieses leicht gelbliche, das hatte ich hier oben. Ja, was ist gelbliche? Dieses weiße, beige. Aber hier kann man sehen, also wie gesagt, ups, ouch, jetzt habe ich mir wehgetan. Hier habe ich gebuddelt bis hier runter hin. Und das werde ich, wie gesagt, bis zum Grund machen. Den Grund werde ich dann gleichmäßig auslegen. Jetzt gehen wir nochmal hoch. Und dann zeige ich euch gleich nochmal. Rohstoffe habe ich mich auch so speziell gekennzeichnet, genauso hell. Wie halt eben mein Cobblestone, weil ich mir das dann gemacht habe. Ich zeige es, das sieht man es gleich. Ich zeige es euch mit dem fahrenden Kreuz. Ein bisschen hoch. Lup, 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 lup. Da. Da sieht man es. Es unterscheidet sich sehr zwischen den ganzen anderen Gesteinen. Das ist auch bei allen anderen Erzen habe ich das so gemacht. Aus dem einfachen Grund, ja. Ich will, dass man es besser erkennt. Also so fällt mir schneller auf, dass ich hier irgendwas habe, was ich abbauen kann. Und so kann ich es mir gleich holen. Ja, Problem wahrscheinlich mit der Pyramide, was später sein wird. Hier wird ein Ver... Autsch! Schon wieder. Überall sind hier Löcher. Hier wird einen verdammt großen Schatten werfen. Und das wird sich natürlich ein bisschen benachteiligen bezüglich den Monstern, die hier sind. Ne, wir müssen mal schauen. So. Jetzt wundert es mich gerade, warum es so. Ach, da oben ist wenigstens einer. Ha, keine Munition. Okay, ich muss mal kurz gucken. Glas haben wir dabei. Denn wie versprochen,
werde ich diesen anfangen, diesen unterirdischen Durchgang zu machen. Dazu gehen wir zurück zur Basis. Und da oben ist ein Schaf, oder? Sehe ich das richtig? Oder nur ein Stück Cobblestone? Nur ein Stück Cobblestone. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Scheinbar ist es durch die Moe Creatures irgendwie, scheint es weniger Creatures zu sein. Merkwürdigerweise. Mal gucken, vielleicht wird es noch gefixt. Ich sehe auf jeden Fall zu wenig Tiere für mein Empfinden nach. Ach, und die Tintenfische habe ich inzwischen auch schon auf dieser Karte gesehen. Und zwar hier unten irgendwo. Und ja, die erste Textur habe ich auch ein bisschen geändert. Ich habe sie auch heller gemacht, sodass man die besser sehen kann. Und man hört sie auch ganz gut. So, ach so, wieso gehe ich jetzt ins Wasser? Na gut. Mein Schloss sieht jetzt auch ein bisschen anders aus, natürlich. Aber gut. Ich gehe jetzt, wie gesagt, nochmal hier rein. Das ist mein Gemälde. Ups. Und gehen wir mal hoch. Ja, ich finde, es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, diesen Cobblestone. Schöne Texturen. So sehen die Ofen jetzt aus. Muss mal gucken, habe ich noch irgendwo was drin? Hier habe ich ebenfalls Kohle. Nichts. Nichts. Doch ein bisschen Kohle. Nichts. Was habe ich hier? Das ist eine reine Kohle. Okay. Kann ich leider nicht stapeln. Nichts. Ach, nichts. Verdammt. Gut, vielleicht habe ich irgendwo noch Glanzglas. Muss ich mal schauen. Sonst mache ich mir nochmal schnell ein bisschen Glas in der Zwischenzeit, wo wir was bauen. Sand. Okay, haben wir keins. Glas haben wir aber hier noch ein bisschen. Und wir haben auch nochmal Sand da. Hier haben wir Wolle. Ja. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob ich bei meinem anderen Depot drüben noch was hatte, aber nur gut. So, gehen wir runter. Hier sieht man auch schon die neue Textur von diesem, von dieser Falle. Ich komme nicht auf den Namen immer. Ist nicht so leicht. So. Ja, so sieht's bisher aus. Also freut mich, dass Painterly Pack auch wieder funktioniert mit allen neuen Texturen. Und wir gehen in den Keller. Da müssen wir genauer hin. Können wir hier auch alles ernten. Das ist jetzt meine neue Textur dafür. Habe ich denn? Nein, habe ich nicht. Ah, verdammt. Ich dachte, ich habe noch eine Hacke dabei. Dann mach mal so. Wenn ich drüber schleiche, habe ich auch, müsste ich rein theoretisch auch die Felder nicht kaputt machen. Gut, jetzt fallen die beiden runter. Sehen wir gleich mal neu. Muss ja auch regelmäßig gemacht werden, um ein bisschen Nahrung hier zu holen. Das müsste gleich angehen. Na du komm. Geh an. Geh an. Zack. Haha. Ja, das ist meine neue Redstone. So ähnlich hatte ich auch bei den Fackeln gehabt. Die waren nur weiß, sahen aber dann, naja, sah ein bisschen blöd aus. Gut. Hier unten weiß ich auf jeden Fall, kommen wir gleich beim Wasser raus. Den hatte ich neulich schon mal. Oder was heißt neulich? Vor einer ganzen Weile war das schon. Hier sind wir beim Wasser. Eigentlich, wenn wir gerade ausbauen, könnten wir vielleicht sogar, ja, hinten landen. Ja, müsste eigentlich klappen. Wir können schon mal anfangen zu bauen. Müsste funktionieren. So, was für ein Schema habe ich mir dabei gedacht zu bauen? Gute Frage, da frage ich mich jedes Mal, was für ein Schema habe ich mich gebaut. Das ist sowieso mein erstes Mal, dass ich das baue unter Wasser. Wow, gleich so dunkel geworden. Licht. Muss mal ein bisschen die Waffen hier parat hatten. Silberschwert. Was war das denn? Glas aber auch. Und Samen brauche ich nicht. Spaten. Ach, alles ein bisschen ungeordnet. Gut, machen wir erstmal Fackeln hier hin. Hier. Dann werden wir erstmal den Gang auslegen. Und ich muss mal gucken, wie tief das Wasser geht. Ich will ja, dass es am Grund des Meeres immer lang schlängelt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, Wasser! Wasser! Hilfe! Auf jeden Fall kommt hier schon mal Wasser rein. Das wollte ich natürlich nicht.
Okay, jetzt kommt von der Seite Wasser. Hilfe, Mann. Überall Sand. Haha, bekomme ich wenigstens wieder Sand. Ist auch nicht so schlecht. So. Ich will noch ein bisschen tiefer graben. Ist halt nicht so leicht momentan. Wow, wenn man überall hin und her rutscht. Vor allem, ich muss jetzt hier atmen. So. Versuch mal was zu sehen. So, Fackeln. Ja, wir können es mal probieren. Auch wenn ich die Befürchtung habe, dass gleich sowieso hier alles überflutet ist und die Fackeln dadurch verschwinden. So. Noch einmal runter. Oh Gott, ich bin unter Wasser. Ja. Okay, damit ist die erste Fackel weg. Jetzt trifft auch schon mal was ein. So. Besser. Auf jeden Fall besser. Problem ist halt dieser Sand. Der muss erstmal ordentlich weg. Und dann denke ich mal, wird schon klappen. Wir müssen auch hier. Na komm schon. Nein, das war falsch. So, da haben wir es. Haben wir jetzt eine Wasserquelle hier oder was? Oder woher kommt das Wasser? Ach bitte. Brauchen wir mal ein bisschen Kies. Können wir mal vor dem Glas nehmen. So. Okay, hier oben scheint noch ein bisschen Wasser zu kommen. Muss ich mal ein bisschen demolieren hier alles. So, und ich werde mal sagen, dafür, dass ich gestern ja keine Folge gemacht habe. Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Schon wieder Sand! Ich hasse euch! Ich hasse euch so sehr. Aber wir können jetzt mal langsam. Muss mal gucken. So, okay. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ich könnte mal langsam hier Glas reinmachen. Mache ich heute mal ein bisschen länger dafür, dass ich letztens nicht gemacht habe. Und nein, mein Schwert. Auch wenn es nur ein Steinschwert ist. Damit ihr heute ein bisschen mehr schauen könnt. Was ihr auch verdient habt. Ihr seid ja meine größten Zuschauer. Ach, komm weg mit diesem Sand hier. Das ist, wer will schon Sand haben? Das geht. Nein, 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 nein. Kohle haben wir jetzt auch noch hier gefunden. Ja, gut zu wissen. Jetzt mal gleich mal hier. Zack. Und dann haben wir gleich ein bisschen mehr Freiheiten. Jetzt weiß ich noch nicht. Ich glaube, das lohnt sich noch nicht nach links und nach rechts. Nach rechts vielleicht schon Sand. Wird was kommen, aber hier. Na, 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 na. Ne, hier ist noch alles Stein. Also werde ich hier nochmal ein bisschen Cobblestone machen. So. Aber die anderen Linien werde ich erstmal. Und Kohle sammeln werde ich. Auch wenn wir jetzt selber Kohle produzieren können. Werde ich ein bisschen Kohle sammeln. Das ist doch schön. Ich mache ein bisschen Licht. Freut sich jeder. Und Cobblestone. Zack. Könnte man auch versuchen, mal den ganzen Gang später auszuschmücken, bis zu der Stelle, wo wir dann ankommen. Bis zum Glas. Oh Mann, wie viel Cobblestone. Jetzt kommt schon wieder Sand an. Das gefällt mir gar nicht. Und dahinter befügt sich noch mehr Kohle. Habe ich zumindest gesehen. Wasser! Wasser! Ja, geht. Ja. Mal kurz. Das mit. Dann lassen wir erstmal die Kohle hier liegen. Holen wir uns vielleicht später.
Und ich will's eh eben haben. Na komm schon. Nein, Mausrad, tu mir das Gift den Gefallen. Verhalte dich normal mir gegenüber. So. Leute, 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 Leute. So. Es wird ein stetiges. Haben wir jetzt die Kerze verloren? Ja. Ach ne, hier haben wir noch. Machen wir kurz hier weg. So. Schöner. Können wir hier am Rand nochmal was machen? Ist momentan ein bisschen zu eng hier, wa? Machen wir das nochmal weg. Nein! Haha! noch mehr Sand. Und hier haben wir auf jeden Fall keine Probleme mit Wasser. So. Aber hier haben wir noch Probleme mit Wasser, wie ich sehe. Langsam kommen wir zu dem Bereich, wo kein Stein mehr wächst und uns das ganze Wasser entgegenkommt. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Kein Sandhügel auch. Wow. So. Wo haben wir denn? Ich bin leicht irritiert. Ach so, verstehe. Machen wir das noch weg. Haha. Also wenn das hier keine Action ist, sage ich euch. Das ist Geschicklichkeitsspiel vom Feinsten. Aber sowas von. Kommt mir fast so vor, als würde ich solche natürlichen Quellen erschaffen. Boah. Luft. Können wir mal hier noch ein bisschen? Ah, dieses Wasser. Das ist nervig. Ich weiß nicht, wer das Lied noch kennt. Ich kenn's jedenfalls. Hallo? Geht das Wasser jetzt zurück? Nein, natürlich nicht. Wieso sollte es auch? Nein, 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 nein. Oder? Doch, hier war noch richtig. Hier kommt ein bisschen. Hier können wir mal den Sand wegmachen. Wenn jetzt wieder Wasser reinkommt, wer ist denn anderes gewohnt? Und ja, ich werde mir mal kurz noch ein bisschen die Kohle hierher holen. Na komm schon. Kurz dunkel für euch, aber jetzt ist wieder hell. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, ich mache so eine Mittelwegbeleuchtung mal hin. Die müssen wir eh, wir müssen eh auf dem Boden die Beleuchtung machen, weil wir an den, weil wir sonst keine machen können. Na komm schon. Komm, tu mir den Gefallen. Sehr schön. So. Ich hoffe, ihr könnt euch schon mal vorstellen, was hier draus werden soll. Ich hoffe es auch, dass ich das mir irgendwann mal vorstellen kann. Nein, nein, ich habe da schon eine konkrete Denkweise. Die müssten wir auch gleich draus sein. Also, so viel kommt da nicht mehr. Draußen sehe ich auf jeden Fall schon den Sonnenaufgang, Untergang, wie auch immer. Ja. Stellt euch nicht so an. Nein. Aber wenigstens geht es hinpacken dieser Gläser so schnell in der Zeit. Ah, kein Wasser. Yes. Aber hier sieht man so ein bisschen Wasserfall in der Nähe runterschlagen. Ist doch schön. So. Okay. Auch wenn jetzt hier ein bisschen was hängen bleibt. Wird schon noch. Ah,
Also das wird echt ein Spaß hier. Ich denke mal, ich werde auch größtenteils in eurer Abwesenheit was machen, damit ich einfach euch das erspare, wie ich hier mich dauernd rumkämpfe durch das Wasser. Es sei denn, ihr wollt wirklich das begutachten. Interessant wird es auch, dass wir hier unser Kaktusbereich auch noch was machen können. Na, komm schon, komm schon. Ich muss mich einfach hier weiter durcharbeiten noch. So. 20 Minuten haben wir heute schon. Gut, jetzt müsste es wieder weggehen. Sehr schön. Ja, das freut mich doch. Und jetzt fängt die ganzen Sandbereich noch mal, der ganze Sandbereich nochmal an. Ich hasse es. So, damit wir wenigstens bessere Aussicht haben. Zack. Sums. Aber ich hoffe, ihr könnt es euch mal gut vorstellen. Ups. Jetzt habe ich gleich ein bisschen Glas weggeschmissen. Sieht man auch schön, wie es runterfließt. Ich hoffe, ihr könnt es auch so gut sehen bei YouTube gerade. Und natürlich ist meine Fackel hier weg. Ah. Das war's mit der Untergrundbeleuchtung. Gut. Ich will nochmal, dass wir links ein bisschen. Wie weit müssen wir denn noch graben? Ich guck mal kurz raus. Vielleicht müssen wir einen graben, dass wir links frei Bahn haben. Und Wasser. Ach, nur eine ganze Weile, scheint so. Irgendwie erst hier so. Bis dahin bleibt auf der rechten Seite noch Wand. Gut, haben wir damit erstmal ein bisschen Ruhe. Ich guck mal, wie sieht es denn von oben aus? Ah, ja. Also sehen tut man es schon mal. Zumindest ansatzweise. Okay, gehen wir rein. Natürlich sind meine Fackeln wieder weggeschwommen. Oh Gott, das geht auch richtig weit. Aber was soll man machen? Glastunnel geht man nicht anders. Dafür hat man einen geilen Effekt zum Schluss. Und der rentiert sich, der lohnt sich dann für alles. Das ist Erde. Kurz auftanken in die Luft. Oha, 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 oha. Oh, aber allerhöchste Not. Hier nochmal kurz. Ja, ich habe hier noch eine Stelle geöffnet, wo hier noch ein bisschen Wasser reinkommt. Ich glaube, langsam wird es auch zum Problem. Naja, wir werden mal schauen. Gut. Also ich werde für heute hier Schluss machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, was wir da machen. ich werde, wie gesagt, bei meinen Projekten noch ein bisschen weitermachen. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag natürlich. Ciao.